Ja, moin moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von unserer FIFA 16 Trainerkarriere und das heißt natürlich herzlich willkommen zurück beim SV Darmstadt 98. Ja, heute gibt es den Saisonübergang bzw. auch schon die ersten Transferverhandlungen und die werdet ihr natürlich jetzt gleich sehen. Es wird heute allerdings auch kein Spiel geben, einfach weil ich das ein bisschen gesplittet habe. Ich wollte am Anfang hauptsächlich erstmal die Transferverhandlungen abarbeiten, zumindest soweit es geht oder soweit ich da halt bis zum nächsten Spiel gekommen bin. Einfach damit man das ein bisschen separat hat und damit das nicht immer so zwischen den Spielen war. Ich finde das immer ein bisschen lästig, wenn da immer bloß ein Spiel pro Episode ist und dann halt der Rest davon nur Transferverhandlungen, dann lieber ein Part komplett Transferverhandlungen und dann im nächsten eben wieder Spiele. Ob ich jetzt allerdings im nächsten Part die Spiele alle unterbringen, das kann ich euch noch nicht sagen, weil den muss ich erstmal noch schneiden und da auch wieder Transferverhandlungen stattgefunden haben, könnte das sein, dass es vielleicht nur zwei Spiele gibt, aber zwei Spiele versuche ich auf jeden Fall mit reinzubringen. Wie gesagt, wenn es gut läuft, kriegt ihr auch alle drei Spiele zu sehen. Ja, zunächst erstmal wieder ein riesengroßes Dankeschön an euch. Ihr habt ja mal wieder ordentlich Kommentare dagelassen. Gerade was die Transferverhandlungen anbetrifft, also da habt ihr wirklich wieder sehr, 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 sehr viel geschrieben. Ich habe ja im letzten Part noch nach einem Stürmer gefragt, also da habt ihr auch wirklich ordentlich wieder kommentiert. Da möchte ich mich einfach nochmal bedanken, dass da so zahlreiche Kommentare wieder eingegangen sind. Das zeigt mir auch, dass ihr die Serie bzw. Karriere bis jetzt ja wirklich enorm supportet. Also da geht nochmal ein großes Dankeschön an euch raus. Ja, wir gucken uns das Ganze mal an. Ich bin wieder ein bisschen am Rumswitchen. Gerade formationstechnisch war ich so ein bisschen am Überlegen, was ich denn spiele. Ihr habt ja gesehen, ich hatte in den letzten paar Spielen so einen Barca-Verschnitt auf Darmstadt. Also mehr oder weniger eine 4-3-3-3 mit einem defensiven Sechser. Also was heißt defensiven Sechser? Mit einem Sechser einfach. Allerdings die Flügelspieler sehr weit zurückgezogen und dann der Stürmer halt da vorne komplett alleine gelassen. Ja, ne, hat nicht so toll funktioniert, habt ihr ja wahrscheinlich auch gesehen. Und dementsprechend habe ich jetzt mir gedacht, ich spiele mal die Formation, die ich auch so gerade im Ultimate Team sehr gerne spiele. Und das ist die 4-3-1-2. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde die Formation dieses Jahr sehr, sehr gut. Ich habe die letzten Jahre generell Formationen, wo es eigentlich nur Mittelfeldspieler gibt, also im Zentrum, gemieden, weil die letzten Jahre waren für mich Flügelspieler unentbehrlich, aber irgendwie dieses Jahr funktioniert das, gerade so mit dem ganzen Passen, was jetzt, also wie wichtig das halt einfach geworden ist, so dass man gute, passstarke Spieler im Team hat. Und ja, seitdem funktioniert die Formation irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber gefällt mir. Und ich habe eine Turniereinladung bekommen und da nehmen wir natürlich teil, und zwar ist das der European International Cup, den wir spielen werden. 5 Millionen Münzen, wollte ich schon sagen, 5 Millionen Euro gibt es da. Wenn wir den gewinnen, das ist natürlich für unser Transferbudget, das immerhin bei 12,5 Millionen liegt, nicht schlecht. Ich meine, für das, dass wir jetzt eine Saison in der Bundesliga waren und das auch, ich glaube Platz 10 haben wir belegt, 9 oder 10, ich weiß schon gar nicht mehr, oh Gott, das ist aber auch, also als Trainer, das sollte man wissen. Sind, denke ich, 17, fast 18 Millionen, nicht schlecht. Also da lässt sich auf jeden Fall auch was draus machen, so rum. Ich habe ja auch schon den ein oder anderen Transfer tätigen können. Spoilern werde ich hier an dieser Stelle natürlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall, ja, was passiert. Es hat sich was getan. Ich denke auch, dass wir das Team durchaus verstärken konnten. Wie gesagt, die Stürmerposition, soweit habe ich auch noch nicht aufgenommen, weil ich jetzt erstmal gesagt habe, ihr kriegt jetzt erstmal die Parts bis eben zu dieser besagten Stürmerverhandlung, die ich ja auch schon aufgenommen habe. Habe ich am letzten Part schon angeteasert, mehr oder weniger. Die werde ich euch dann jetzt im Laufe der Woche zeigen, wenn alles glatt läuft. Also ihr habt jetzt theoretisch noch die Vorfreude auf zwei aufgenommene Parts, denn Part 19 und Part 20, nein, Part 20, Part 21, sorry, so rum, sind bereits aufgenommen, die müssen nur noch geschnitten werden. Und da bekommt ihr dann, also in Part 21 müsste das dann sein, bekommt ihr eben auch diese Transferverhandlungen und danach kann ich dann auf eure Vorschläge eingehen und hoffentlich so den besten Stürmer für mich finden. Ja, ihr seht auch, dass Kylie Beckerman des Öfteren angefragt wurde, auch gerade Werder Bremen. Ihr werdet sie das ein oder andere Mal noch sehen. Da vielleicht auch mal die Frage an euch, ob ich den verkaufen soll. Das könnt ihr entscheiden. Beziehungsweise mir da mal bei der Entscheidung helfen.
ich bin so ein bisschen im Zwiespalt. Auf der einen Seite ist er nicht ganz unwichtig. Ich denke auch gerade so, eventuell als Backup, wenn wir einen besseren Sechser bekommen oder einen anderen, je nachdem, ist, denke ich, Beckerman jetzt nicht die schlechteste Option. Allerdings ist der Kollege halt auch 34, ist nicht die Frage, oder ist, da ist die Frage, ist nicht die, was ist denn heute los, ey? Da ist die Frage ja, ob man hier vielleicht nicht noch die Millionen mitnehmen möchte für ihn. Der kriegt, glaube ich, auch nie so schlecht Gehalt. Also ich glaube, der kriegt 30.000 oder so. Also es wäre vielleicht nicht mal so dumm, den zu verkaufen. Auf der anderen Seite würde uns halt da wieder ein Spieler fehlen auf der Position. Ja, Stuhl ist in Ordnung. Von dem her, da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den verkaufen würdet oder nicht. Ich werde jetzt noch eine Weile zögern, keine Angst. Also ich habe noch genügend Angebote, um den dann auch zu verkaufen, wenn ich wieder aufnehme. Von dem her, genau. Ja, ansonsten, Transferverhandlungen, ihr seht, ich habe auch teilweise mal so ein bisschen, ja, nicht so ganz realistische Transfers mal angefragt. Gerade Christoph Kramer, Emre Can. Der Hut ist jetzt nicht mal so unrealistisch. Aber ist halt wieder einer, der, ja, ne, den musst du halt erst ausbilden. Und ich weiß nicht, ob der uns jetzt in der jetzigen Situation weiterhilft. Denn das Ziel ist ja mehr oder weniger europäisch. Und dafür brauchen wir jetzt halt schon eine gewisse Stabilität im Kader. Und ob wir die mit Dahoud bekommen, fraglich. So, Freunde, das war es jetzt mehr oder weniger auch schon mit diesem Part. Wie gesagt, nur Transferverhandlungen. Also, ihr könnt da ruhig nochmal eure Meinung zu Kylie Beckermann in die Kommentare schreiben. Im nächsten Part dann eben, wie gerade eben schon erwähnt, die Spiele. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich freue mich drauf. Wir alle freuen uns drauf. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Ich würde sagen, bis dahin, haut da rein. Tschüssikowski und ciao. Ich habe lange gewartet. Tschüssen.